Hallo, ich bin Christine vom Reiseblog Lilis Diary. Ich reise sehr viel und versuche euch heute ein paar Tipps zu geben, wie man eine Reise so ein bisschen nachhaltig gestalten kann. Als erstes solltet ihr überlegen, wo ihr hinfahren wollt. Manchmal ist es doch wirklich wunderschön in Deutschland. Die Nordsee ist toll, wenn ihr einfach nur Meer sehen wollt. Oder die Berge, wenn ihr wandern geht. Man muss also zum Wandern nicht 5000 Kilometer irgendwo hinfliegen, sondern kann es auch wundervoll in der Heimat machen. Zweitens, wenn ihr einen Langstreckenflug hinter euch bringt, dann guckt, dass das auch irgendwie der Zeit, die ihr vor Ort seid, angemessen ist. Also für eine Woche jetzt dann nach Afrika zu fliegen, ist vielleicht nicht so nachhaltig, als wenn ihr dann wirklich sagt, hey, ich mache da meinen ganzen Jahresurlaub und bleibe 3 bis 4 Wochen. Drittens, vor Ort könnt ihr da natürlich auch gucken, wie ihr euch fortbewegt. Natürlich ist Bus und Bahn und Fahrrad viel besser, als alles alleine mit dem Auto immer zu bewältigen. Viertens, der Tourismus ist für ganz viele ganz wichtig und wenn ihr Urlaub macht, dann, also ich verstehe es gar nicht, wie man da nur in seinem Resort bleiben kann, geht wirklich raus und probiert einheimische Lokale, geht auf einheimischen Märkten und supportet die Leute vor Ort ein bisschen und nicht nur euer Resort. Fünftens, finde ich, gehört auch so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, bitte macht nichts mit Tieren. Kein Schwimmen mit Delfinen und kein Streichen von irgendeinem betäubten Tiger, das ist wirklich nicht okay und nicht in Ordnung. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und ich finde manchmal viel cooler, wenn man einfach sich die Schnorchelbrille aufzieht und mal schaut, was unter Wasser so abgeht, als dann irgendwo hinzufahren, wo man dafür bezahlt, um mit Delfinen zu schwimmen. Weil ich glaube, es macht ihnen keinen Spaß. Ich hoffe aber, ihr hattet Spaß beim Video und habt ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!